Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLIFE-Universe-Video. Heute gucken wir uns das Catcher-System mal nochmal genauer an, weil immer wieder Leute fragen, was sind eigentlich diese komischen, riesigen Viecher, die irgendwie überhaupt nicht in die Welt von FLIFE passen. Diese Viecher heißen Catcher. Es gibt einmal die Krasec-Catcher oder Krasek, keine Ahnung, wie man das ausspricht, in St. Morning. Die Aaron in Flaris, Aaron Catcher, die Mineral Catcher in Garden of Rises und die Guru Catcher in Darkon 1 bzw. Darkon 2. Alle Catcher befinden sich zudem nochmal in Darkon 3, also Darkon 3 gibt es einfach alle. Und das war schon mal die grundsätzliche Erklärung, wo man sie zumindest mal findet. Und was sind jetzt diese Catcher genau? Das sind spezielle Monster, die greifen nicht an, die haben einfach alle 100.000 Leben. Diese 100.000 Leben oder 100.000 Schaden, besser gesagt, muss man denen machen, damit sie besiegt sind. Wenn sie besiegt sind, dann braucht man einen Collector, den man vom Allgemeinhändler kaufen kann. Also zum Beispiel allgemein Louis in Flaris oder allgemein Bill in St. Morning. Und wenn man so einen Collector hat, dann gibt es auf der Taste O ein Netz oder ein Button mit der Aufschrift Collector benutzen. Und wenn man ein Monster von denen getötet hat, also ein Catcher-Monster tot am Boden liegt, dann bleibt es dort, es despawnt erstmal nicht und man kann es einsaugen. Und beim Einsaugen wiederum bekommt man Materialien und diese Materialien, die braucht man zum Upgraden von Items. Und zwar für fast alle Upgrades. Eine Ausnahme wäre zum Beispiel Schmuck, da braucht man keine Materialien. Und grundsätzlich sind das aber diese Upgrade-Materialien, die man zusätzlich zu Power Dies und Protects braucht, um sein Equipment zu verbessern. Für Waffen-Upgrades zum Beispiel, also Waffe plus machen, braucht man zum Beispiel Iron und Mineral. Genauso wie für Rüstungen plus machen, braucht man Iron und Mineral. Das heißt, man müsste losgehen, wenn man sein Set zum Beispiel plus 8 machen möchte und in Garden of Rises und in Flaris diese Iron und Mineral Catcher töten, um Iron und Mineral durch den Collector zu bekommen, um damit sein Equipment zu upgraden. Und das war's eigentlich auch schon. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Ich demonstriere das jetzt Ganze nochmal durch den Kill. Also wir greifen uns einfach das Vieh an, das macht uns keinen Schaden, steht dann einfach still da. Wir haben es auch reserviert, das heißt nur Leute aus unserer eigenen Party könnten es angreifen. Und das war's eigentlich auch schon. Das ist ziemlich simpel. Nervig ist ein bisschen, dass es von diesen Catchern natürlich nicht unendlich viele gibt. Das heißt, man muss da ein bisschen suchen auf verschiedenen Channeln. Außerdem sind die Catcher auch über die ganze Map verteilt. Das heißt, man kann überall welche antreffen aktuell. Und ja, ist ein bisschen... ja, schwierig das System. Also ich persönlich bin kein großer Fan davon, weil es einfach eine Menge Zeit frisst und man effektiv eigentlich nichts tut. Vor allem nicht, wenn man für sich selbst farmt, um seine eigenen Upgrades zu machen. Und zeitgleich der Preis, dadurch, dass die Dinge halt, naja, relativ nervig zu bekommen sind, relativ hoch ist, weil viele Leute sehen es halt eben nicht ein, das zu farmen. Sondern kaufen sie es lieber von anderen Leuten. Und das lässt natürlich den Preis in die Höhe schießen, weil wenn ein paar Leute zu faul sind und genug Geld haben, um sich unendlich von diesen Materialien einfach zu kaufen, dann ja, sorgt das natürlich dafür, dass die Preise relativ hoch sind und Leute, die keine Lust drauf haben, die ja, haben wir dann hohe Preise zu zahlen, wenn sie auch kaufen wollen. So, hier haben wir jetzt dieses Krasec im Inventar, das hat jetzt 101 gegeben. Also für die höchste Collector-Stufe beträgt die Anzahl der Materialien 101. Bei anderen Collectoren ist es weniger. Also wenn man den schlechtesten Collector hat, dann waren es glaube ich irgendwas mit 30 oder 40. Und wenn man den besten hat, dann ist es eben 101. Den Collector kann man zudem noch upgraden mit Power Dice 8, beziehungsweise auch einer höheren Power Dice Stufe. Das würde ich aber nicht empfehlen. Also ich würde es mit Power Dice 8 machen. Und der kann dabei nicht kaputt gehen. Das ist auch eine extrem häufige Frage, die kommt. Hey, ich will meinen Collector upgraden. Kann der kaputt gehen? Kann nicht kaputt gehen. Um den Collector abzugraden, macht ihr einfach Doppelklick auf den Power Dice 8. Ich habe jetzt hier leider keinen, aber ihr macht einfach Doppelklick auf den Power Dice 8 und klickt dann auf euren Collector und dann funktioniert das Ganze wie mit Moonstones zum Beispiel in FLIFE PC. Also FLIFE PC war ja immer Moonstone, Doppelklick und Collector. Konnte auch nicht kaputt gehen, konnte man auch bis plus 5 upgraden. Und so funktioniert es hier auch mit Power Dice 8. Doppelklick und dann Klick auf Collector. Kann nicht kaputt gehen, wie gesagt. Und was bringt das Upgrade? Genau wie in FLIFE PC verringert sich dadurch die Zeit des Collectens. Das heißt, wenn der Collector plus 0 ist, braucht man länger, als wenn der Collector plus 5 ist. Also spart man sich einfach eine Menge Zeit beim Collecten, beim Farmen, wie auch immer. Und das war es eigentlich im Endeffekt alles, was man dazu wissen sollte, wissen müsste. Sollte es sonst noch Fragen geben, dann könnt ihr die mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich selber ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit FLIFE Universe. Ciao, ciao.